Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, the Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, lieber Schütze, ich begrüße dich hier ganz herzlich in meinem kleinen Booster Daisy an meinem Tisch und auf meinem Kanal. Und ich bedanke mich gerade jetzt schon im Voraus für das Abonnieren meines Kanals, für ein Like, für einen Kommentar, für eine Spende an mich und meine Daisy oder für ein Thanks. Ich habe immer Freude, wenn du mir von Herzen etwas entgegenbringst, damit dieser Kanal auch wachsen kann. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, nicht weißt, warum ich tue, was ich tue, ja, The Art of Transformation, dann findest du alles unten in der Videobeschreibung, auch meine Playlist, was ich dir für deine Transformation, ja, von der Raupe zum Schmetterling, ja, zu deinem Meistersein, wie ich dich hier unterstützen kann. Alles, wie gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung und in der Playlist. Ja, lieber Schütze, dein mediales Bild werde ich dir gerade am Anfang für den Monat November geben. Es war ein ganz, ganz spezielles. Es hat mich sehr, sehr stark berührt auch. Na, ich bin natürlich auch ein Schütze. Das heißt, ich mit dem 8. Dezember als Geburtstag bin ich eigentlich ein Schlangenträger. Eben wenn du zwischen 38. und 17. Dezember geboren bist, dann bist du eigentlich ein Schlangenträger. Das heißt, du bist das 13. Zeichen. Dazu findest du am Ende des Videos, habe ich 4 Playlisten immer verlinkt. Alles ist kostenlos. Du kannst gerne darin stöbern und in der Playlist Botschaften der geistigen Welt findest du auch 3 Teile, 3 Videos spezifisch zu diesem 13. Aspekt. Auch findest du im Community-Bereich, das muss ich hier ja gar nicht sagen, Schütze, das ist ja logisch, wenn du also da geboren bist und dich dieser 13. Aspekt interessiert, dann schau dir gerne die Videos dazu an. Ja? Die Liste musst du dir ja nicht anschauen. Vergesse ich jedes Mal beim Schütz. Logisch, logisch. Das heißt, du bist, wenn du in dieser Zeit geboren bist, eine Mischung aus Skorpion und Schütze. Du gehst also, du hast die Gabe vom Unterbewusstsein Skorpion, in die höheren Höhen der Schützen zu gehen. Also du bist ein Schlangenträger, das heißt, du bist verbunden mit der Kundalini-Energie. Ja, dein mediales Bild, lieber Schütze. Also es war ganz, ganz wunderschön. Ich sah dich an einem ruhigen Ort. Ich weiß, ich denke, es war am Wasser. Und du hast meditiert. Also ich sah dich in einer meditativen Haltung. Ja, vielleicht hast du auch einfach, gingst in die Stille irgendwo. Aber auf jeden Fall, oder vielleicht gingst du auch in deinen inneren Garten. Auf jeden Fall war das ein sehr stiller Ort. Und ich sah, wie Jupiter, unser Zeus Elmoria, Meister Elmoria, blauer Strahl, ja, ich sah, wie er, wie, also wie aus dem Universum heraus, ja, dir wie 2 Kusshände zuschickte. Und ich sah ganz viele Schmetterlinge, eben diese blauen Schmetterlinge, die ja auch ich gewählt habe als mein Intro, mein Zeichen, dieser wunderschöne blaue Schmetterling. Und ich sah diese Schmetterlinge und sie flatterten auf dich zu, lieber Schütze. Und Elmoria sagte, ich bin das Glück, ich bin der Erfolg, und ich bin der Sieg. Und ich sah, wie deine Haltung, wie du aufgingst, wie du diese Energie in dich aufgenommen hast und gefühlt hast. Ja, und Jupiter ist ja auch dein Planet, lieber Schütze. Und Jupiter ist das Glück, der Erfolg und der Sieg. Und vielleicht wollte dich Meister Elmoria wieder einmal daran erinnern, wer du eigentlich bist, lieber Schütze.
Meister Amoria wird dich im November begleiten. Seine Energie. Lass uns in deine Legung starten und lass mich wissen, wie dieses mediale Bild mit dir resoniert hat, unten in den Kommentaren. Sehr gerne. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Wir gehen allgemeine Ebene, Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung. Schütze November, bitte. Spirit. Schütze November, bitte. Nein, ich dachte, es wäre eine runtergefallen, aber es ist keine. November, bitte. Schütze. Allgemeine Ebene, bitte. Und wie immer, ich werde dir jede einzelne Karte zeigen. Und wie gesagt, das sind allgemeine Legungen, sollte sie nicht stimmig sein. Wiederum, das solltest du eigentlich sowieso immer machen. Schau dir bitte deinen Aszendent, Mond und Venuszeichen noch an. Und natürlich auch, wenn du ein Schlangenträger bist, den Schlangenträger. Finanzen, Beruf, bitte. Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung, bitte. November, Schütze. Liebe und Beziehung. Wow. Also ich fühle hier die Energie von El Muria sehr, sehr stark in deiner Legung bereits, lieber Schütze. Ich werde dir am Ende auch noch von dem wunderschönen Deck, die Phönixkarten, werde ich dir noch eine Zusatzbotschaft geben. Diese Karten sind von Anne von Jahr. Ich zeige dir das, weil ich überzeugt bin, dass der eine oder andere sich auch für dieses Deck interessiert. Und ich werde nächstes Jahr sowieso einiges an Änderungen auch machen, beziehungsweise vor allem im Mitgliederbereich auch. Den werde ich upgraden. Auch meine Webseite wird ganz neu kreiert. Ihr könnt also direkt auf meiner Webseite dann für euch Heilsessions oder Ausbildungen oder Workshops buchen. Mitunter auch werde ich eine Liste hineinstellen von meinen Wunschdecks an euch, wo du mir auch mal ein Deck als eine Liebespende zukommen lassen kannst, lieber Schütze. Eins ist klar hier, was ich fühle, ist definitiv ganz stark El Morias Energie, die auch Vertrauen, Glaube, aber auch Wahrheit und Klarheit ist. Und ich glaube, dass November für dich ein Monat der Klarheit ist, lieber Schütze, aber auch des Erfolgs. Ja, so sehe ich das definitiv. 7 der Schwerter haben wir hier im Allgemeinen, in der allgemeinen Ebene. 7 der Schwerter ist ein bisschen eine Karte von einer destruktiven Energie, einer Energie, die dir vielleicht in den Rücken gefallen ist, die dir hier vielleicht etwas gestohlen hat, etwas aus deinem Nest, ja. Du siehst, es ist auch dargestellt ein bisschen wie eine Schlange. Also hier sei mal noch ein bisschen vorsichtig im November, vielleicht für Menschen, die du, der Schütze ist ein Mensch, der ist sehr offen und er vertraut auch relativ schnell. Er trägt oft auch das Herz auf der Zunge und er geht eigentlich grundsätzlich, weil Optimismus ist auch eine Energie des Schützen, er geht immer vom Besten aus im Anderen. Grundsätzlich eine korrekte Haltung und sie tut uns auch nicht weh, sofern wir das Herz geöffnet haben. Wenn wir ein offenes Herz haben, sind wir sowieso geschützt. Das Herz ist unverletzlich. Ja? Aber wenn wir das nicht haben, dann kann es sein, dass wir hier vielleicht das Gefühl gehabt haben, ein bisschen belogen, betrogen und bestohlen geworden zu sein. Vielleicht ist das tatsächlich so.
Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die einfach immer irgendetwas von dir nehmen oder wollen, aber nichts geben oder sehr wenig. Das ist hier die Anfangsenergie. Aber ich habe das Gefühl, lass mich mal kurz die Kamera fixieren, dass das nicht immer so hin und her switcht. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dieser Zustand sich ändern wird. Also ich glaube, du hast im November eine gute Einsicht darüber, welche Menschen in deinem Leben eigentlich wirklich Freunde sind, ja, und wirklich in deinen inneren Circle gehören oder welchen Menschen du Energie geben willst oder deine Hilfe und welchen nicht mehr. Ich glaube, Elmoria als eine kosmische Vaterfigur, ja, gibt dir hier einen schönen warmen Mantel, wo du reinschlüpfen kannst und wo er dir sagt, lieber Schütze, liebes Kind, wenn du so sagen willst, schütz dich auch mal ein bisschen. Ja? Hier haben wir nämlich den Gehängten auch, das heißt, du hast hier eine 180-Grad-Wendung in deiner Ansicht von Dingen zum Beispiel auch. Aber auch heißt der Gehängte, dass manchmal im Nichtstun man mehr tut. Wie gesagt, vielleicht solltest du hier tatsächlich auch mal die Hilfe oder immer das Geben einstellen und mal für dich schauen hier, lieber Schütze. Das ist eigentlich ein bisschen, wie ich diese Karte fühle, dass ich es einfach deuten soll für dich. Ja? Einfach mal die Seele baumeln lassen, deinen Weg gehen. Und dich auf dich zu konzentrieren hier und was dir eigentlich wichtig ist, ja. Und dich hier nicht immer berauben lassen lässt. Königin der Stäbe, und das sagt mir, das wirst du auch tun. Sieh mal die wunderschöne Sonnenblume. Das ist Löwe-Energie. Und das ist eine Energie der Stärke, der Lebensfreude, der Lebenskraft. Das ist ein Leader auch, natürlich, es ist eine Königin, ja, die lässt die Menschen auf sich zukommen. Ja, sie weiß, was sie wert ist und sie verkauft sich nicht unter ihrem Preis. Selbstbewusst. Ist egal, ob du Mann oder Frau bist, das ist dieselbe Energie. Und das ist auch definitiv eine Energie des Erfolges. Aber erst, wenn du aufhörst, in Fässer zu gießen ohne Boden. Fässer ohne Boden. Solche Situationen, Projekte oder Menschen gibt es in unserem Leben. Wir gießen da immer wieder rein. Es fließt einfach unten raus. Ja? Es ist nicht fruchtbar oder nicht sinnig. Ja? Und das wirst du hier erkennen. Nämlich auch beruflich Königin. Da haben wir wieder eine Königin der Kelche, Skorpion. Du willst nämlich hier beruflich wahrscheinlich auch oder in deinem Leben allgemein einen Wandel machen. Du hast irgendwo verstanden, dass die Dinge, die du tust, in Connection mit deiner Seele sein sollten. Mit deiner Seelenaufgabe. Und nichtsdestotrotz haben wir hier gerade nebenan die Hohepriesterin. Vielleicht machst du hier sogar eine Ausbildung zur Hohepriesterin der Weißen Bruderschaft. Ja, wir dienen der Menschheit und dieser Erde. Das ist unsere Seelenaufgabe, darum sind wir hier. Und es scheint, dass du diesem Ruf im November ganz stark folgst. Auch beruflich und finanziell. Wo du einfach fühlst, ich muss etwas in meinem Leben tun, auch wenn es jetzt auch noch nebst der Arbeit ist, was mir seelisch weiterhilft, was ich fühle, zu was mich meine Seele ruft, zu was bin ich berufen. Du kannst hier auch mal ein Seelenscanning mit mir machen. Ich bin ja eine Hohepriesterin. Ich kann die Akasha öffnen von dir und wir können da mal hineinschauen, wenn du das möchtest. Ritter der Schwerter. Ich habe das Gefühl und ich möchte sie auch so deuten, sie lag umgekehrt. Und das heißt, du wirst im November, lieber Schütze, innere Konflikte und äußere ablegen. Die Zeit der Konflikte ist vorbei. Ich habe das Gefühl, dass du hier ganz stark zu deiner Seelenaufgabe, zu dem, wer bin ich eigentlich, ja,
Genau, wie El Moria sagt, du bist der Sieg, der Erfolg und das Glück, dass du da wieder Zugang findest zu deiner ureigenen geschenkten Energie für diese Inkarnation. Du hast dir ja ausgesucht, ein Schütze zu sein. Und irgendwo hast du das vergessen auf dem Weg des Lebens, ja? Liebe und Beziehung. Auch dasselbe. Schau mal, und ich will es umgekehrt deuten für dich. Der Teufel in umgekehrter Form. Das heißt, du wirst dich hier aus Abhängigkeiten, aus schlechten Beziehungen, aus schlechten Situationen, die dich geschwächt haben, wo du merkst, die sind nicht stimmig für dich, sie rauben dir Motivation, sie rauben dir Energie, hier auch im Fall von Beziehung, das muss nicht unbedingt ein Partner sein, das kann auch Familie oder Freunde sein, ja, wirst du dich trennen. Beziehungsweise du wirst das erkennen und du wirst das für dich wandeln, so dass das für dich stimmig ist. Du wirst dich hier befreien im November. Weil du hast nämlich was Wichtigeres zu tun, nämlich die kosmische Heirat. Vielleicht hast du hier auch eine Beziehung beendet, wenn du in einer sehr toxischen Beziehung warst, hier hast du das erkannt, lieber Schütze, und wirst dich hier trennen von dieser Person. Das ist ein Energievampir oder eben auch von Personen. Wenn du Single bist, hier wirst du, du hast vielleicht jemanden kennengelernt, wo du gemerkt hast, wow, 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 nee, nee, da gehe ich nicht rein. In diese Energie, in diese Verbindung. Ja, du beendest vielleicht auch alte karmische Verbindungen hier auf den November zu. Kappst hier du beendest definitiv karmische Verbindungen hier. Weil du genau weißt, ich will Vollkommenheit in einer Beziehung. Nun, es gibt nie den vollkommen perfekten Partner, aber das ist die Karte der Zwillingsflamme. Ja? Du hast vielleicht hier eine Zwillingsflamme in deinem Leben getroffen oder wirst das noch und du weißt, das ist mein Weg. Und ich lasse mich von meinem Twin nicht trennen mehr. Ja, weil oft war man Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende von seiner Zwillingsflamme getrennt. Und wenn man sie findet, dann ist das, das ist das Ende jeder Inkarnation. Das ist die Vollkommenheit. 11-11 Portal, 4 der Stäbe. Das ist Verlobung, das ist Fest, Freude, Heirat. Und auf diesen Weg gehst du in Sachen Liebe und Beziehung. Ja, wie ich hier oben gesagt habe, du gibst dich nicht mehr für einen kleinen Preis. Du weißt, was du wert bist und du weißt, was du willst. Und du hast hier eine Twin Flame Connection eventuell oder eine sehr, sehr tiefe Seelenverbindung. Und wenn du Single bist, dann geh an ein Fest. Vielleicht wirst du eingeladen zu einer Heirat, Verlobung, was auch immer. Geh dorthin, dort könntest du diese Person treffen. Eins ist klar, du wirst hier, was die Notwendigkeit ist, dazu ist, dass du dich von Abhängigkeiten oder alten karmischen Verbindungen, die dich noch, siehst du, das meine ich, dich irgendwo festhalten wollen. Ja? Die wollen dich festhalten. Schau, siehst du, wie sie dieses Ei gestohlen und an sich krallt, diese Schlange. Aha. Und dann hier der Teufel, der das Teufelchen mit der Spinne, mit den Spinnennetzen, ja, du siehst eben diese Menschen, die dich energetisch, vielleicht ist es auch energetisch, mach eine Freischneidung, bitte unbedingt mit Erzengel Michael, dass du frei wirst hier. Und das wird geschehen im November, du gehst in Richtung Twin. Vollkommenheit, Vollendung heißt eigentlich diese Karte. In Liebe weißt du, das ist, was ich will.
und dorthin gehe ich mich und ich befreie mich von allem, was mich daran hindert. Auch hier absolut Ass der Schwerter in Sachen Liebe und Beziehung. Du hast dir extreme Klarheit gewonnen. Vielleicht über vergangene Verhalten, eben toxische Verbindung, Familienverbindung, Karma und so weiter. Du machst eine 180-Grad-Wendung in deinem Sein und auch in deiner Beziehung. Schau mal, darum habe ich Seelenscanning auch vorgeschlagen hier. Du folgst hier deiner Seelenaufgabe. Und die könnte zu tun haben mit dem Twin, der hier in deinem Leben ist. Und du weißt, das ist deine Vollendung, das ist der Weg. Vielleicht habt ihr hier auch eine gemeinsame Aufgabe in Sachen, vielleicht macht ihr gemeinsam hier die Ausbildung zum hohen Priester, Priesterin bei mir. Aber dir wird deine höhere Aufgabe ganz bewusst. Und El Moria, die Energie, ist ja auch Wahrheit und Klarheit. Und Ass der Schwerter ist Wahrheit und Klarheit. Eine Chance auf eine Klärung, auf Klarheit in deiner Beziehung. Und ein Schwert ist auch immer ein Cut. Darum sage ich, wenn du fühlst, dass du zu abhängig oder noch energetisch in alten Dingen steckst, mach eine Freischneidung mit Michael, mit mir. Du wirst frei und es wird dir klar werden, dass genau das dein Weg ist. Lieber Schütze. Und dass du Glück bist, dass du Erfolg bist und Optimismus bist und du wirst siegen hier. Was auch immer es für dich bedeutet, lass es mich wissen unten in den Kommentaren. Ja. Ja, dir wird hier auch eben klar mit diesem Teufel in umgekehrter Form, vielleicht auch in dir selbst, mit dir selbst, was du hier noch loslassen musst, aus welchen Abhängigkeiten oder Verbindungen, Verstrickungen du dich hier lösen musst. Ja. Damit diese Vollendung, diese wunderschöne Energie in dein Leben endlich sich statuieren kann. Ja. Wow. Lass mich dir noch eine Botschaft von Spirit mit auf den Weg geben für den Monat November mit diesen wunderschönen Phönixkarten hier. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier noch die Botschaft sein wird für dich. Schütze bitte, November, Schütze. Der Delegierte. Ich sag dir, Schütze, es ist unglaublich, aber ich habe das Gefühl, dass dich die weiße Bruderschaft delegiert hier. Ja, dass die dir sagt, schau mal, das ist dein Platz und das ist deine Aufgabe. Fühl sie in deiner Seele, ja, fühl den Ruf und setze es um. Du bist delegiert. Unglaublich, der Delegierte. Schau, und das Buch auch, das Wissen. Und lass es mich lesen für dich noch. Der Delegierte. Du bist aufgerufen, auserwählt. Schau dir das Video an in meiner Playlist, was ich dir alles anbieten kann. Du bist auserwählt. Dort erzähle ich auch über die Ausbildungen. 57, das gibt 13. Vielleicht sagt dir Zahl 13 etwas für dich. 13 ist definitiv eben der 13. Aspekt. Ja, er ist auch Skorpion und der Tod, also die Karte Tod. Im November wirst du ganz vieles ablegen, erkennen und du wirst etwas ganz Neues beginnen. Ja, Phönix eben. Unglaublich. Oh, blub, ich habe es gerade aufgeschlagen. Lass mich die Botschaft dieser Karte dir vorlesen. Du trägst den Mut und die Stärke in dir, den Weg der Selbstbefreiung zu gehen
und dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Ja, also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und du siehst, wie krass das ist, dass wir von Anfang an bis zur letzten Karte immer und immer wieder dasselbe Thema haben. Das heißt, das ist dein Thema für November. Und dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Vertraue auf dich selbst und vertraue auf die Kraft, die in dir ruht. Meine Güte, Schütze. Du hast das Recht, deine eigene Bestimmung zu wählen. Jawohl. Wow. Phönix-Erfahrung. Um die versteckten Aufträge zu erkennen, die uns in unserem Leben übergeben wurden, stell dir die Frage, wer würde mich unterstützen und wer würde versuchen zu verhindern, dass ich meinen eigenen Weg und meinen eigenen Wünschen folge? Boah, ich bin geflasht. Ich lese das nochmal, weil überlege dir diese Themen, Schütze. Um die versteckten Aufträge zu erkennen, die uns in unserem Leben übergeben wurden. Stelle dir die Frage, wer würde mich unterstützen und wer würde versuchen zu verhindern, dass ich meinen eigenen Weg, meine eigenen Wünsche folgen, siehst du? Und da komme ich genau eben wieder auf diese Karten zurück. Erkenne, wer das tun würde, Schütze. Sind es Menschen aus deiner Vergangenheit? Hast du energetische Verbindungen noch, die etwas abzapfen? Ist es Familie? Sind es Freunde? War es ein toxischer Partner? Licht. Die Lichtseite dieser Karte. Selbstbestimmung. Authentizität. Mut zur Individualität. Befreiung. Eigenständigkeit. Erfüllung. Integrität. Freiheit, Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreiheit, Unabhängigkeit, Seelenplan erkennen. Boah, ich habe sowas von Gänsehaut. Boah. Schütze, Schütze. Ein wichtiger Monat für dich. Schatten, die Schattenseite dieser Karte. Falsch verstandene Loyalität. Selbstzweifel, Unsicherheit. Konformität, Abhängigkeit, eben Unterordnung, Selbstverleugnung, Orientierungslosigkeit, Fremdbestimmungen, Verlust der eigenen Identität oder Angst vor Ausschluss. Wow! Schau dir doch Licht und Schatten hier an, lieber Schütze, und schau, was dich hier anspricht. Was findet hier in dieser Botschaft Resonanz für dich? Lass es mich wissen, auch in den Kommentaren. Ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen, lieber Schütze. Ich freue mich ganz speziell auf dich und bis bald, lieber Schütze. Tschüss.